Das folgende Video ist nur eine Fanzusammenfassung und soll das Original nicht ersetzen. Overlord gehört zur Toshi Oshio, Kadokawa Shoten und Madhouse. Bitte unterstützt das Original und bitte strikt mich nicht. Ein so ehrenhaftes Moin Leute und damit willkommen mal wieder back zu einem neuen Video. Und heute gibt es Overlord Season 3 und 4 in Minuten. Von der Handlung her wird es ein bisschen politischer, aber ihr werdet ja selbst sehen. Als nächstes gibt es auf jeden Fall Ashita no Joe oder halt auch Champion Joe, wie man es auch nennen kann. Und das ist halt ein sehr nicer Boxing-Anime. Und dann würde ich mal sagen, rein in den All. Bin gefangen in der P, ja, die Server schalten ab. Ich bin hier gefahren, hoffentlich hält es noch lang. Ey, ja, ja, man, Mann, ne Overload. Ja, Mann, ich bin der einzige Overlord. Ey, viel Spaß mit dem Video. Nach der erfolgreichen Aktion in Rias Tietz haben Sebas, Solution und Entoma einen Wunsch frei. Sebas bekommt ein Date mit Suare, Solution bekommt einfach Menschen und Entoma darf, falls es sich ergibt, sich bei Evil Eye rächen. Währenddessen geht es Albedos Pferd aber gar nicht gut und dieser hat auch einen ganz bestimmten Wunsch. Ich wünsche mir... Da Albedo aber als Succubus noch unbefleckt ist, kann sie das Pferd nicht reiten. Bruder, was zum Teufel? Scheint so, als müsste sie woanders ihre Reitstunden nehmen. Und was ist hier mit Albedo los? Auf einmal wird sie durch ihre Lust aber ein bisschen zu stürmisch. Auf jeden Fall eine interessante erste Folge. Im Dorf Kane scheint es ebenfalls sehr gut zu laufen. Und wie hart musst du bei der Liebe reinlutschen, damit dir ein Hilfsgoblin Tipps gibt? Junge, was denkst du dir eigentlich? Dann kümmere dich auch um sie und nicht nur um deine Tränke. Jedoch ist gerade irgendwas Komisches im Wald los, weshalb die Goblins Enri und Enfiria beim Kräutersammeln begleiten. Und er risst sie einfach beim Sammeln, was? Jedenfalls ist hier eine gefährliche Bestie, welche die Goblins wirklich anders auseinandernehmen und darauf treffen sie auf einen verletzten Goblin. Wobei, Enfiria hat ihn einfach mal als Versuchskaninchen benutzt. Imagine, der wäre so draufgegangen. Dieser Junge flüchtet zurzeit jedenfalls vom Riesen des Ostens, welcher sich mit der Dämonenschlange des Westens im Wald verbündet hat. Jetzt ist jedenfalls eins Maid Regina im Dorf und der Goblin heißt einfach Agu. Ich bin ein kleiner Friesenjung. Regina will jedenfalls eins um Hilfe bitten, gegen den Riesen und die Dämonenschlange vorzugehen, aber Enri möchte auch etwas alleine geregelt bekommen. Dafür bringt Regina aber Enfirias neu gebraute Potion zu Momonga. Agus Stammesmitglieder werden by the way auch in Kane aufgenommen, wobei Enri einfach als Anführerin angesehen wird. In der Stadt wird sie dann auch festgehalten, da ihr ein mächtiges Item geschenkt hatte, aber genau dieser befreit sie dahingegen wieder in seiner Gildenverkleidung. Später motivieren noch Regina und Enfiria sie noch dazu, das Dorf anzuführen. Kane ist für eins auch besonders wichtig, da Enfirias Potion-Braukunst an seine herankommen könnte und deshalb will er sich mit seinen Verbündeten um die Waldmonster kümmern. In der Höhle begegnet er jetzt den Riesen und der Dämonenschlange, jedoch will sich der große Typ nicht unterwerfen lassen. Der Typ greift auch an, jedoch nützt das absolut gar nichts und warum sieht er ein bisschen aus wie Hashiramas Holzgolem? Er überwältigt den Typ aber und die Dämonenschlange unterwirft sich jetzt auch eins. Nachts wird Kane aber plötzlich angegriffen und die Gegner scheinen auch noch sehr stark zu sein, jedoch können sich die Bewohner gut wehren. Der Riese ist aber nun leider auch da und Enri versucht hier zusammen mit Enfiria gegen einen Oger vorzugehen und der Bruder hat auf einmal Riss. Außerdem muss ich dich beschützen, weil ich dich liebe. Hä? Warum ist der jetzt so badass? Enfiria steckt jedoch ganz schön gut ein, jedoch wird er von Regina gerettet, welche den Gegner besiegt und damit ist auch das Dorf beschützt. Und jetzt mal ernsthaft, warum ist er so krass? Belia! Ich weiß nicht, was ich sonst tun würde. Mich vermissen vielleicht. Außerdem wird Enfiria von 1 eingeladen, wo der Bruder auch ein 10-0 Sieg im Leben erzielt. Wollen wir? Gern. Wir sind nun im Königreich Barut, wo die Magier versuchen, auf 1 Level zu kommen, aber lassen wir es mal. Der Barut-Herrscher Jorgnev hat jedenfalls von den ganzen Sachen, welche im Riestiz-Königreich passiert sind, gehört und er möchte nun auch mehr über 1 erfahren. In Riestiz ist Prinz Barbro aber ganz entschlossen, gegen das verfeindete Barut-Königreich zu bestehen. Währenddessen sollen Schwarzsöldner namens Visionäre jetzt eine neu entdeckte Gruft erkunden, da Arche Geld für ihre Fam braucht, jedoch ist ihr Vater leider ein Keck. Indem wir durch Protzen unsere Macht zur Schau stellen, zeigen wir diesem Narrenkaiser, dass sich unser Haus niemals in die Knie zwingen lassen wird. Sodass sie mit ihrer Schwester weggehen möchte. Dafür braucht sie aber erstmal Geld, also sind jetzt alle bei der mystischen Gruft angekommen und dort begegnen sie erstmal Untoten. Offenbar ist der Dungeon auch einfach mal unter der Kontrolle von 1, wobei er die Abenteurer als Versuchsobjekte benutzt. Ich finde es einfach sehr nice, so dass manchmal immer so Perspektiven gewechselt werden. Also zum Beispiel der Lizard Arc aus dem Anfang von Season 2 oder jetzt hier. Da das Teamwork der Menschen aber wirklich weniger
existent ist als meine nicht existierenden Fingernägel, stecken diese natürlich krasse Verluste ein. Und diese Folterkammer ist schon interessant. Und auch die übergroße Ratte kann mal zeigen, was er drauf hat. Die Verbleibenden haben aber nun vor, gegen den großen Eins drauf zu, anzutreten. Jedoch wird gesagt, dass sie die Erlaubnis hatten, hier einzudringen, jedoch war das ein Bluff, sodass Eins nun ausrastet. Der Kampf beginnt jetzt, aber selbst eine Ameise hätte mehr Chancen gegen Eins. Der Typ ist halt allmächtig. Die anderen wollen sich nun für Arche einsetzen, damit diese ihren Geschwistern helfen kann. Jedoch wird diese von Sheltier verfolgt und mit den anderen möchte er nun experimentieren. Bruder, und was hat die Vampirin hier vor? Es sieht jedenfalls nicht so aus, als würde Arche überleben. Später landet dann einfach mal so auf Casual ein Drache mit Mare und Aura in Barut, da wegen diesen die Gruft attackiert wurde, weshalb diese auch die Macht von Eins Gefolgsleuten demonstrieren. Deshalb will Jerkniff mit Eins sprechen und vor Ort bemerken sie auch, wie mächtig Momonga überhaupt ist. Jedenfalls ist die Sache nun geklärt und offenbar sind beide Reiche nun in einer Allianz. Der blonde Herrscher denkt jedenfalls auch, dass sein eigener Magier ihn verrät, da dieser auch befahl, die Gruft zu stürmen. Um gegen Eins anzukommen, will Jerkniff nun eine Allianz mit allen anderen Königreichen schließen. Außerdem ernennt sich Eins jetzt zum Hexerkönig seines eigenen Königreiches. Jerkniffs Magier wusste auch von Eins Stärke, da er diese schon in seiner Gildenverkleidung erkannte und Fluder würde auch alles geben, um von ihnen zu lernen. Königreich Reestiz diskutiert nun die aktuelle Lage mit Eins und dieses macht sich nun bereit für eine Schlacht gegen den Brook Fake. Bruder, und was ist hier mit Elias los? Heute gibt's ganz lecker Abendessen. Da gibt's was du ganz alle magst. Ach, ist das schön! Was genau steht denn auf dem Herd? Dein Gabura nach Müllerinnenart. Ich wollte dir das doch erzählen, Papa. Das ist alles deine Schuld. Garzef ist sich auch nicht allzu sicher mit der ganzen Kriegssache, da Eins ihn ja am Anfang gerettet hatte. Das Barut-Königreich scheint aber Eins durch Streitkräfte zu unterstützen, obwohl braucht er überhaupt Unterstützung? Prinz Barbro von Reestiz will nun nach Kane, um diese als Druckmittel gegen Eins auszunutzen. Währenddessen scheint es auch sehr gut zwischen den beiden zu laufen. Durch die asoziale Vorgehensweise von Prinz Barbro sind die Dorfbewohner auch für Eins statt Reestiz. Deshalb wollen sie nun kämpfen und Endri plus die anderen flüchten nun. Sie scheinen auch zu verlieren, jedoch ruft darauf Henry mit einem besonderen Item, welches sie von Eins bekommen hatte, eine gigantische Goblin-Armee. Barbro ruft seine Männer aber nicht zurück, was der Glaube anfängt zu bereuen, worauf dieser flüchtet. Am Abend taucht noch Regina beim Prinzen auf und die lässt ihn nicht wirklich am Leben. Der König von Reestiz sieht sich trotzdem siegessicher, aber als Eins das Schlachtfeld betritt, ist eher Rückzug angesagt. Das nützt jetzt aber gar nichts. Diese werden aber zum Glück recycelt, alles für die Nachhaltigkeit, nämlich zu was auch immer. Und Bruder, wer hat hier dem Mangaka was ins Glas gekippt? Und selbst die Truppen von Barut haben nun Angst. Garzef versucht auch gegen die Bestien anzukommen, aber man hat mehr Erfolg, wenn man mich dazu bringen will, einen 24-Tim-Song anzuhören. Außerdem trifft er noch auf seinen Retter und Eins möchte, dass sich dieser ihm anschließt, aber Garzef kann das nicht annehmen, sodass er ihn zu einem Duell herausfordert. Ihm ist auch völlig bewusst, dass er sterben wird, jedoch hat er ein sehr krasses Schwert dabei. Eins hält auch einfach mal die Zeit an und deshalb dauert der Kampf einfach weniger als eine Sekunde. Nach dem Sieg soll Erantel nun an Eins übergeben werden, sodass die Truppen nun einmarschieren. Jedoch muss er immer noch sein Image als Gildenabenteurer aufrechterhalten, damit ihn die Bürger vertrauen. Jedoch ist das nur Pandoras Actor in Verkleidung und seine Gildenpersönlichkeit unterwirft sich jetzt Eins, sodass niemand gegen ihn rebellieren wird. Weiter geht's mit Staffel 4. Er hat nun sein Königreich erweitert, aber eigentlich will er nur wie ein Normalo leben. Jedenfalls geht es erstmal darum, das Königreich ordentlich zu verwalten. Albedo ist nun auch auf Eins Schoß. Wenn ihr wollt, dürft ihr mich gerne auch noch mehr beschnuppern, mein Gebieter. Wie wäre es mit einer Stunde oder einem ganzen Tag? Jedenfalls hat Erantel nun auch ein Problem, da es der Stadt nun durch Händlerknappheit an Nahrung fehlt. Außerdem haben die Bewohner vor ihm Angst und er formt auch die Abenteurergilde zu einer Erkundungsgilde um. Bruder, und was ist hier los? Ich habe versagt und es zugelassen, dass ihr seufzen musstet. Nehmt mein Leben, wenn ihr es wünscht, mein Gebieter. Jedenfalls haben viele Kinder durch Eins ihre Eltern verloren und Klimp erinnert sich daran, wie er damals von Renner aufgenommen wurde. Zenek wird sich bald mit Albedo über die Lebensmittellieferung unterhalten und die Prinzessin scheint hier auch irgendeinen Plan zu verfolgen. Der adlige Philipp macht bei Albedo auch gleich mal einen Move, aber darauf ist sein Vater sauer, jedoch möchte er vom Hexenkönigreich profitieren. Mit Hilma veranstaltet er auch gleich mal einen neuen Ball, wo er sich auch an Albedo ranmachen will, aber Albedo will halt nur eins, nämlich eins. Junge, man kann damit so viel
fette Wortspiele machen, das ist geil. Vor der Reise hatte Eins sie sogar noch geküsst, damit sie nicht erkrankt. Okay, alles klar. Jedenfalls fragen sich die Priester des Gottesstaates Slane, wie sie nun mit dem Einfluss und der Stärke von Eins weitermachen sollen. Deren Beobachterin ist von Momongas Power auch ganz schön verstört und auch Jerkniff ist komplett gestresst, da viele seiner Soldaten aus Angst ihre Arbeit niedergelegt haben. Deshalb will er jetzt mit Slane ein Bündnis schmieden. In der Arena verhandeln nun auch die Königreiche Slane und Barut, jedoch taucht da einfach mal Eins auf, sodass die Slane-Leute denken, dass Jerkniff das als Falle geplant hatte. Da Eins aber einer der beiden Arena-Fighter ist, muss er erstmal kämpferisch ran und durch den Anblick seiner Stärke könnten auch einige zu seinem Reich überlaufen. Hier muss er jedenfalls gegen den Stärksten der Arena ran, also gegen den Meister der Macht. Der Kampf beginnt und der Typ scheint auch ganz schön krass zu sein. Trotzdem weicht Eins den Hieb des Gegners aus, wonach er ihn ganz schön hart zusetzt. Der Oger legt jetzt aber richtig los, aber das nützt gar nichts. Sein Gegner hat aber mal wieder Spaß bei einem Kampf, obwohl er mehr geliefert ist als mein Amazon-Paket. Ja gut, ist jetzt auch nicht so schwierig, weil DHL ist wirklich manchmal, also da könnte ich meine Haare ausreißen so. Darauf schickt Eins seinen Gegner zu Boden. Er belebt aber den Meister der Macht wieder. Nach dieser Machtdemonstration sieht sich Jerkniff auch gezwungen, sich zu unterwerfen. Eins ist nun auf zum Land der Zwerge, da dort legendäre Items mit Runenschriften hergestellt werden sollen. Und ist jetzt sogar Kokitos down bad? Im Falle einer ausgedehnten Unterhaltung solltet ihr vielleicht Platz nehmen und es euch gemütlich machen. Ich möchte euch auf dieselbe Weise dienen, wie es schon Sheldir tat. Nur so kann ich einschätzen, ob ich künftig erstklassigen Sitzkomfort bieten kann. Die Zwergenstadt ist aber wie leer gefegt und darauf treffen sie auf Gondo, der berichtet, dass alle anderen schon umgezogen sind. Dieser kann jedenfalls auch diese mächtigen Waffen schmieden, wobei ihn auch Eins unterstützen will, damit er diese bekommt. Jetzt werden sie aber von Bestien belagert, also heißt es Action Time für Sheldir und diese Spezies will außerdem noch die geflüchteten Zwerge ausrotten. Dabei will Eins nun helfen, also er möchte die Zwerge beschützen und nicht ausrotten. Und mit seinen untoten Kriegern kann er die Bestien absolut niedermetzeln, jedoch werden diese durch das Kappen der Brücke beseitigt. Danach sind aber erstmal die Verhandlungsgespräche mit den anderen Zwergen dran, da Eins auch ein paar Zwerge in sein Königreich haben möchte. Dafür muss er aber die Bestien komplett beseitigen. Er überzeugt jedenfalls noch die Schmiedezwerge in sein Reich mitzukommen, worauf aber Gondo traurig ist, da dann im Zwergenreich keine Runenzwerge mehr bleiben. Eins muntert ihn jedoch auf, nämlich Eins, okay, lassen wir es mal, nämlich damit, dass diese Kunst so trotzdem am Leben gehalten wird. Jedenfalls machen sie sich jetzt auf den Weg, um die Gegner komplett zu zerstören. Dessen Spezies hat einfach auch mal Kontakt zu Drachen, welche von diesen bezahlt werden. Der Drache, welcher das erledigen soll, ist aber wie Son Gohan, denn der ist lieber in seinen Büchern unterwegs, statt sich um wichtige Aufgaben zu kümmern. Wirklich der jetzige Son Gohan, also das Jugendamt, ich weiß nicht, wie die da reagieren würden. Wie kann eigentlich ein grünes Alien, das dein Vater umbringen wollte, eigentlich ein besserer Vater als du selbst sein? Also wirklich, das muss man mir erklären. Son Gohan wirklich größtes Glowdown so. Und ich rede nicht so vom Fighten, Alter. Da er aber zufälligerweise keinen Bock hat zu sterben, unterwirft er sich dem mächtigen Magier. Und er pisst sich auch einfach mal ein. Der Nerddrache führt nun Eins zu seinem Vater und dessen drei Frauen. Der Drache hat einfach mal ein Harem. Und die Schatzkammer von denen sieht schon mal sexy aus. Währenddessen trifft der Bestienboss Rijuro auf Sheldir und Aura, welche das Volk unterwerfen sollen. Aber da dies nicht funktioniert, müssen andere Geschütze aufgefahren werden. Für die ist das, glaube ich, wirklich wie die Eclipse aus Berserk. Bei den Drachen wird Eins auch angegriffen, aber er kümmert sich herzlichst um den Drachen, sodass sich niemand mehr widersetzt. Auch die anderen Bestien unterwerfen sich nun Eins und damit sind die Zwerge auch komplett überzeugt, Eins bei den Items zu helfen. Da die Nahrungslieferungen von Eins Königreich Philipps Einnahmen mindern, will dieser etwas dagegen unternehmen. Albedo weiß auch von Philipps hinterhältigen Plänen, weshalb sie Eins von dem Verrat erzählt. Darauf wird erfolgreich Hilmar befragt und dieser erzählt darauf den anderen von der Güte des Herrschers. Und da Philipp halt aus dem Königreich Re-Estiz stammt, erhält dieses Reich einen Drohbrief von Eins. Sie möchten sich aber nicht unterwerfen, aber wegen dieser Sache kommt auch bald Albedo vorbei. Als Wiedergutmachung will sich einfach der König von Re-Estiz opfern. Albedo kann das aber nicht akzeptieren, also spricht sie eine Kriegserklärung aus. Jetzt trifft Eins aber erstmal auf Nigredo, also Albedos Schwester. Diese ist aber viel lieber als sie aussieht,
denn zusammen mit Pistonia will sie, dass die Menschen verschont werden, da die Menschen zwar schwach, aber einfallsreich sind. In der kleinen Stadt will Eins auch seinen ersten Zug machen und deshalb hat diese Stadt Abenteurer als Bodyguards engagiert. Und was macht Lelinette bitte alles, um nur ein Schwert zu bekommen? Es ist dein unter einer Voraussetzung, dass du die Mätresse meines Sohnes wirst. Der Junge ist doch gerade mal 12 Jahre alt, nicht wahr? Schön, ich werde seine Mätresse. Für das fünffarbige heilige Schwert würde ich mich auf so einiges einlassen. Dass ihr beim Gedanken an mein Schwert direkt der Sabber aus dem Mund rieft, gibt mir doch zu denken. Jedenfalls müssen sie gegen eine große Armee an Untoten ran, aber der Große ist halt zu krass. Skarma stellt sich jedoch trotzdem mutig gegen diesen und währenddessen macht sich ein zweiter schon auf den Weg. Zum Glück erscheint jedoch ein Transformers, der absolut krass ist und zu den purpurroten Tropfen gehört. Danach verkrümelt sich dieser aber wieder. Nun treffen die blauen Rosen auf Azut von den purpurroten Tropfen. Es erscheint auch wiederum eine weitere Abenteurergruppe, nämlich die schwarze Schrift aus dem Gottesstaat Slane und diese wollen ein Bündnis schließen, um Eins Herrschaft zu stürzen. Die blauen Rosen haben darauf aber gar keinen Bock und Bruder, dieser Typ. Ich gehe noch ein bisschen die Wurst spannen. Prinz Zenek will auch nochmal einen Frieden aushandeln, aber da das Ganze von Eins genutzt wird, um ein Exempel an Re-Estit zu statuieren, ist er damit nicht wirklich erfolgreich. Der Magierlord weiß auch gerade nicht mehr, ob er so wirklich die Weltherrschaft will, wobei er weiß doch, was er möchte. Im Anfang war die Tat, heißt es, oder wie sagt man bei euch? Die Göttin des Glücks hat keinen Henkel. Das war keine Religion, das war Realität. Ihm ist es aber größtenteils nur wichtig, dass hauptsächlich seine Gefährten am Ende glücklich sind. Eins ist aber zum Glück gütig. Da unser feindseliges Gespräch sehr freundlich war, werde ich euch so sanft wie möglich töten. Damit sind Zeneks Pläne, das Reich zu retten, gescheitert, aber er erkennt auch Eins menschliche Seite. Der Prinz ist nun auch entschlossen zu kämpfen, aber durch die Verzweiflung seiner Männer wird er ermordet. Als Dankbarkeit will Eins die Leute, die den Kopf gebracht haben, auch schön foltern lassen. Einige Bewohner von Re-Estit werden auch vor dem Tod bewahrt und jetzt taucht auch wieder der Transformers auf. Albedo verfolgt ihn, aber dessen Schüsse bringen gar nichts. Bei Eins taucht währenddessen ein weiterer Gegner auf, der gerade auch keinen wirklichen Schaden macht, aber ihn in eine Barriere einschließt. Außerdem verliert der Gegner aus irgendeinem Grund die ganze Zeit grundlos Lebenspunkte. Dessen Schwert ist auch ziemlich mächtig und endlich haben wir mal wieder einen heftigen Fight. Eins beschwört nun einen Krieger für sich und offenbar wird der gesamte Gegner ferngesteuert. Einfach gefühlt eine RPG-Drohne. Auf einmal erscheint jedoch Albedo, was ist eigentlich mit der Barriere, aber darauf hat der Gegner keinen Bock mehr. Azut und sein Kollege, welcher by the way einfach mal ein Drache ist, haben damit auch verloren. Bruder, und was ist das für eine Snitch? Arme Azut ist leider nicht sonderlich stark. Vielleicht sollte ich ihn töten und die Rüstung einem dienlicheren Krieger vermachen. Klimp, Renner und die blauen Rosen trinken nun Tee und auf einmal wird die Anführerin der blauen Rosen einfach nur zerstört, damit die Abenteurer mit ihrer Chefin flüchten können. Bruder, und warum kann die Prinzessin auf einmal übelst gut das Schwert führen? Währenddessen marschieren Eins Truppen in die Stadt ein und Brain stellt sich nun gegen Kokitos, wobei ihm ebenfalls wie Garzef klar ist, dass er draufgehen wird. Er hat by the way seit dem Tod von Garzef auch trainiert, jedoch nützt das alles nichts, aber Kokitos möchte ihn als wiederbelebten Soldaten für Eins Armee haben. Renner und Klimp tauchen nun beim König auf und dieser will vom ganzen Herzen, dass beide fliehen. Renner will jedoch bleiben und die fünf heiligen königlichen Relikte haben, welche Klimp nun verstecken soll. Das Massaker in Re-Estit geht währenddessen weiter und als Klimp wiederkommt, liegt auf einmal der König vor Renner blutend am Boden. Ganz ehrlich, ich verwette meine drei Fingernägel so, ich mache dann Giveaway, also ich verwette die darauf, dass die Psychopathin, wirklich, man kann es nicht anders nennen, die Psychopathin und Yandere, die professionelle Yandere, Renner das getan hat, also dass sie ihren eigenen Vater so Stiche wie in Frankfurt gegeben hat, so. Klimp ist deshalb auch sauer und Eins fordert ihn nun heraus, damit er Garzefs altes, aber mächtiges Schwert bekommt. Der Typ ist natürlich komplett am Verlieren, ich meine, was erwartet man, aber er fasst nochmal all seinen Mut zusammen, aber als ob das was bringen würde, jetzt mal ehrlich, so. Er kassiert auch einen fatalen Treffer und verliert danach das Bewusstsein. Klimp wacht jedoch wieder auf und Renner ist jetzt einfach ein Dämon als Untertan von Eins geworden. Diese will auch einfach, dass Klimp ebenfalls ein Dämon wird, was er auch durch seine Hingabe für Renner tut. Das Königreich zu vernichten war vor allem auch einfach mal ihre Idee, sodass sie jetzt mit Klimp unendlich lang zusammen sein kann. Bruder, das nenne ich mal eine Love Story. Jetzt werden wir für immer gemeinsam die Unendlichkeit erleben. Womöglich ist es an der Zeit, unsere erste gemeinsame Nacht zu verbringen. Nein, dafür ist es zu früh.
Wir haben noch Äonen vor uns. Ich will mir nichts verderben. Und auf einmal wird das Ganze zu einem Disney-Film, weil sie einfach anfängt zu singen. Wegen der ganzen Sache wurde Klimp auch die ganze Zeit in Ruhe gelassen und konnte so überleben. Am Ende ist einfach noch Philipp bei Albedo, die ihm ein Geschenk mitgebracht hat. Sie hat auch eigentlich nur ein Anliegen. Dein Vater bettelte mich an, bevor er starb. Er wollte, dass sein närrischer Sohn mindestens genauso leidet wie sein Volk. Eine Bitte, die ich ihm nur zu gern erfüllen will. Jedenfalls ist Eins jetzt der absolute Herrscher und das Exempel an Königreich Re-Estiz wurde erfolgreich ausgeübt. So Leute, das war's mit Overlord in Minuten oder mit Yandere 3000, keine Ahnung, was ich damit meine. Aber ich hoffe mal, es hat euch gefallen, Leute. Als nächstes kommt auf jeden Fall Ashita no Joe. Da gibt's so 2 Staffeln, glaube ich. Und die erste hat irgendwie so 74 Folgen, aber ich mache nur die ersten 54 Folgen, weil mein Bro Akif, Grüße gehen raus, der hat mir da so ein bisschen Watching-Guide gegeben. Ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen und danach wird es noch wilder. Und jedenfalls danach gibt es Jojo Part 7 und Part 8 der Manga. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie gottlos oder ich sollte eher sagen, wie fingernagellos. Ich muss diese Witze machen, Jungs. Ich auf diesen Shit gehypt bin, wirklich. Jedenfalls, Leute, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Vergesst nicht zu liken, abonnieren und den ganzen All. Und dann würde ich mal sagen, tschüss, Sikowski, yo, yo, gang, gang.